Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Sirius und jetzt gibt's den fünften Park von South Park. Wollen wir mal gucken, wo es uns heute so hintreibt, ob wir ein ernstes Gameplay bekommen werden? Ich weiß es nicht so genau. Checken wir erstmal ein bisschen hier aus, was so geht. Quests! So, wir haben Tweak als letztes gefunden. Geh zu Kennys Haus und frage Kennys Mom wegen der Lieferung Tweakers Brew. Wollen wir das mal machen? Wo ist das? Ah, da unten. Okay, und sonst hätten wir noch zu den Waffen und gehe zu Tokens Schickem Haus und überzeuge ihn beim Spiel mitzumachen. Wo ist das? Das ist, glaube ich, näher, oder? Wollen wir das machen? Oh, das kann man zoomen, das wusste ich gar nicht. Okay, dann machen wir das. Dann müssen wir hier und dann rechts und dann das schaffen wir. So, los geht's. Ja, ich weiß, ich soll niemand mehr hauen, weil das so nicht meinem Alter entspricht. Mir doch egal. Ich finde das voll geil, hier nur Quatsch zu machen. Also ich finde, ich weiß auch nicht. Ich finde so ein Spiel, muss man nicht ernsthaft spielen? Kann man nicht ernsthaft spielen? Muss so sein, wie das Spiel halt auch gedacht ist. We do not allow in the riffraff. Move along, sir. Ich bin kein Gesindel. Ow! Oh. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Guck mal, ich habe ein bisschen auf den Boden gekotzt. Neue Quest, Torzerstörer. Okay. Das finde ich ist immer so unharmonisch, oder? Ist BAM! Torzerstörer. Trage etwas, um dich vor dem Pfefferspray des Wachmanns zu schützen. Okay. Also das heißt, dann muss ich jetzt irgendwie eine Brille haben, oder was? Machen wir vielleicht doch erst heißer Kaffee. Okay, dann laufen wir wieder ein bisschen zurück. Entschuldigung. Cartman hat soeben eine Nachricht an deine Pinnwand gepostet. Okay, welche? Alter! Jemand hat gerade ein Video hochgeladen, wie du eine Ladung Gas abbekommst. Warte, das muss ich mir nochmal ansehen. Ah, wenn man weiß, was kommt, ist sogar noch lustiger. Na, danke. Bei Jimbos Waffen gibt es eine Auswahl Gasmasken, die Pfefferspray als Selbstverteidigungstools nutzen. Komm vorbei. Wo ist denn jetzt nochmal Jimbos Waffen? Mann, da war ich schon mal bei Jimbos Waffen. Wird das dann hier angezeigt, wenn ich eigentlich da drauf gehe? Das ist das Fotodojo. Wo war denn Jimbos Waffen? Das war doch hier irgendwo, oder? In dieser Einkaufszeile, kann das sein? Oder ist das in der South Park Mall? Wir waren auch noch nicht in der Mall. Na, Orientierung habe ich auf jeden Fall nicht. Macht aber gar nichts, stört mich nur nicht. Wenn euch das stören sollte, dann guckt bitte einen anderen Let's Player, der vollkommene Orientierung hat. Ich glaube, hier war irgendwo Jimbos Waffen. Stay out of the Lost Forest. Schnauze. Sure, it's got treasure, but they say there's no way out. So, hier ist die Bank. Ah, guck mal, da oben ist so ein Ding, das kann man bestimmt abschießen, oder? Ganz feinfühlig mit meinem Pad. Nö. Oh. Oder wofür ist das gut? Nö. Ey! Ey, das ist der Typ mit den gleichen Haaren wie ich. Schaff dir eine andere Frisur an! Andere Frisur! Frechheit. Post Office? Da haben wir den Dildo abgeholt. Ups. Kann man hier in den Kanal gehen oder was? Oh, guck mal. Das ist ja schön. Fillmore told me to pick that spot. Pretty good, huh? Ja, super. Versteck. Kann man eigentlich hüpfen oder was? Ne, man kann gar nicht hüpfen, oder? Konnte man hüpfen? Nö. So, dann gehen wir mal wieder raus. Ja, ich bin erkältet, meine Stimme hört sich kacke an, ich kann es ja nicht ändern. Wieso kann man hier nirgendwo vorbeigehen? Doch. Was ist denn jetzt dieser fucking Waffenladen, ey? Community Board. Give it back, give it back! Oh. Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Not anymore, it's not. Oh, did baby lose her toy? Who is this? Beat a kid if you know it's good for you. What the? Fuck, wir haben einen Kampf mit Mädchen! Oh, Christ, what a pickle. Jetzt hast du Zugriff auf einen Beschwörungsgegenstand. Beschwörungen sind mächtige Fähigkeiten, mit denen du all deine Feinde ausschalten kannst. Sei vorsichtig, weil du eine Beschwörung... Na danke, dass ich das nicht mal lesen kann.
Nicht, dass ich wüsste, was das ist, aber ich probiere es mal. Ihr habt auch gesagt, bei den Tränken hätte ich Kacke gebaut. Machttrank hilft nur, wenn man auch Macht braucht. Oh, Lederpeitsche. Ruft Mr. Sklave herbei, der sein Innerstes mit einem Feind teilt und diesen damit komplett aus dem Kampf entfernt. Okay. Wen sollen wir nehmen? Wir nehmen das dicke Mädchen, oder? Obwohl, die sieht fieser aus. Wir nehmen die. Die sieht so fies aus. This could be kind of fun. Boah. Oh mein Gott! That was pretty good. Das war ziemlich eklig. You like beating up on girls? Oh, I hope they didn't break it. Oh, phew. He thinks I owe you one, kid. Toll. Ich habe einen Sieg und eine neue Freundschaftsanfrage von Annie und das war ganz schön eklig. What sad times these are when the nation's youth run around in dungeon clothes playing the games of Satan. Young man, if you really want power, there's only one thing you must do. Find Jesus. Find him, and when you do, return to me. Finde Jesus. You know you can die from a titty twister? Hey, Big Nose, you should consider having some work done. Oh! Wie die mal reden. Ach, da wird das sogar angezeigt, ich Idiot. Aber kann ich jetzt von hier aus darüber gehen oder gibt es da wieder keinen Weg, dass man da hinkommt? Oder nicht? Ich glaube, wenn man hier entlang geht, kommt man automatisch da oben raus, oder? Ist das richtig? Oh Mann, Entschuldigung. Friedensturm, okay. City Walk. Na komm, wir gehen mal in City Walk. Ich hab Hunger auf ein Let's Eat. Mann, heute total planlos, oder? Und ich mache auch gar keine Späße heute. Damn, I'm going. Hello, welcome to Shitty Walk. Take all the praise. Die 25. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh. Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh yeah, Mongolian beef. So tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. All right, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Wollen wir das noch zwischendurch machen, eben Kinder verprügeln? All the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go. Beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Oh mein Gott. Das wird ja immer schlimmer hier. Leute, soll ich das machen oder was? Würdet ihr jetzt kleine Kinder verprügeln gehen? Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wohin. Immer neue Quests. Nö, ich hole erstmal die Gasmaske. Aber demnächst machen wir auch noch Friedensturm. Jimbo's Guns. Okay. Hey, Guy. Wie bekloppt das Spiel auch ist. Well, hello there, Jimbo and Ned. Well, what brings you here today? Business or pleasure? Or howdy there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a... So, ich brauch wahrscheinlich Ausrüstung, oder? Gasmaske, genau. Yeah. Es läuft, meine Freunde, läuft. Waffen? Kann ich einen Armbus der Waldelfen? Ist die besser oder was? Soll ich mir das mal leisten hier? Das Wildleben ins Hauspark, wofür soll das gut sein? Nö. Okay, thank you. Thank you, Guy. Oh, was macht dieser Bär da? Achso, das ist der Teppich. Das ist der Teppich, Entschuldigung. Ja. Ich gehe mal wieder raus, das ist echt spacey hier. So, was meint ihr? Sollen wir Friedensturm oder Gasmaske? Das ist jetzt so eure Entscheidung. Aber ihr könnt ja jetzt nicht mehr... at, was?
Pussy, direkt hier mal Streit anfangen hier mit den Elfen-Arschlöchern. I've killed way bigger guys than you. Well, the new kid has. Ich nehme den Knochenbrecher, und zwar auf den kleinen hier. Yeah! Achso, ich hätte nochmal hauen können, hab ich verpasst. Fuck. Noch einen brauche ich nicht. Hauen wir ihm einfach einen drüber, oder? Ja, okay. Hier, dann wieder den hier, den Heiler. Perfekt. Oh. Das war doch ganz gut, oder? Oh! Wieso hat der gekontert? Der Arsch, ey. Au! Wieso kontert der immer? You're mine now. No, 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 no. Machen wir mal hier Luschenbogen. Ach, ich hab das nicht ausgerüstet. Viehhof. Nein, ey. Warum kontert der denn immer? Yeah. Ich hätte den anderen Bogen ausrüsten müssen, oder? Voll auf die Muppe. Komm, wir machen hier mal Hammer der Gerechtigkeit, oder was meint ihr? Oder Hammer der Stürme? Butters trifft alle Feinde, die nebeneinander stehen. Nee. Schwingt seinen Hammer gegen einen Gegner, der angepisst wird. Sehr gut gegen Rüstung. Ist eigentlich scheißegal. Wie machen wir das? Nur weil ich es, glaube ich, noch nicht gesehen habe, oder? Was muss ich drücken? X, oder was? Oder gar nichts. Gar nichts. Yeah. Ah, ich hätte, glaube ich, auch noch mal hinterher schießen können. Elfischer Luschenschwertkämpfer hat sich verpisst. Yeah, Sieg ist unser. Geld, Heiltank. Okay, nehmen wir alles mit. Oh, komm, hier ist noch so ein Kind. Es war ein super Versteck hinter der Laterne. Oh, da liegt noch einer, den können wir noch plündern. Moment. Hey, gib mir deinen Spielzeugtruck. So, hier ist der Tower of Peace. Komm, das, ich mache hier noch Fight und Kämpfe heute. Heute hauen wir alles raus. Ich werde auch heute die Folge leider nicht so lang machen, echt, weil es... Oh, was ist das denn? Boing. Kann ich noch meine Ausrüstung ändern eben? Nein, oh Gott. Oh Gott. Oh. Luschenbogen. Perfekt. So, jetzt machen wir das nochmal mit dem Blitz. Das müsst ihr jetzt alle treffen, oder? Ich nehme mal erstmal den Typ mit dem Boden platt machen. Weil der... Oh, die haben Feuerpfeile. Na toll, ich brenne. Oh Gott, mir geht's super. Ich brenne, mir geht's super. So, nehmen wir erstmal einen Gesundheitstank groß. Hat das irgendwie geholfen? Kann ich sonst noch irgendwas machen? Los, isst hier ein paar Cookies. Mann, oh Mann. Was ist denn jetzt besser? Ich bin da immer noch nicht... Okay, wir probieren das nochmal. Ich nehme mal den hier unten mit dem Pfeil, oder? Ist das okay? Erstmal hier die Heilberührung. Wuhu, yo. Und dann trotzdem nochmal den, was weiß ich. Ah, ne, kann ich das jetzt nicht? Okay. Der ist doch schon platt, oder steht der nochmal auf? Ich brenne immer noch. Kann ich irgendwas gegen Brennen tun? Oh nein, ich hab Scheiße gedrückt.
Aber das ist kacke, ey. Ey, Alter, ich brenne immer noch. Tu mal was dagegen, dass ich brenne. Yeah, that's it, little buddy. Geht nicht. Oh. Na, machen wir halt das. Achtung! Take that! Ah! Oh Gott, nein! Wie steht's um mich? 64. Das ist eigentlich, glaube ich, ganz gut, oder? Ich brauch auch unbedingt so Feuerpfeile. Ärgerlich, echt. Ich brauche unbedingt mehr Gesundheit. So, was meint ihr? Soll ich das nochmal so? Ich weiß es immer nicht, ey. Nein! Uah, 22, ey, scheiße. Wasser in Flaschen entfernt negative Statuseffekte. Entfernt das jetzt zum Beispiel das Feuer oder was? Ich probiere es jetzt einfach. Ah, yeah. Oh yeah, baby. Komm, dem hau ich jetzt ein paar auf die Glocke, oder? Basie. Boah, der hat noch einen Punkt, ey. Das gibt's doch nicht. Yeah, platt gemacht. Ja, Sieg! Fucking Sieg. War nicht so überzeugend, oder? Aber ich bemühe mich, das jetzt schon so zu spielen mit ein bisschen Grundwissen. Oh Mann, hört ihr das, ey? Ich bin echt... In der nächsten Folge werde ich wieder total super lustig sein und total cool und sowas. Neue Nachricht vom Polizist Brady? Okay, welche Nachricht vom Polizist Brady? Oh, Annie ist mein Freund. Lilibees Tagebuch. Heute habe ich einen neuen Freund gefunden. Er war wirklich nett. Ich hoffe, er mag mich. Oh, toll. So, eigentlich habe ich jetzt die Aufgabe erledigt. Soll ich das mal dem Chinesen-Typ sagen, oder was? Bitteli. Vielleicht gibt's dann Reis mit Huhn. Wir haben schon lange kein Let's Eat mehr gemacht, fällt mir da auf. Welcome to Sea Walk. Can I take order, please? Ich hab die. Heilkrank nehme ich mal wieder mit. Weight Gain erhöht. Ja, nehme ich auch mal, oder? Ach, egal. Sind die Mongolen weg, oder was? Wer bist du? Excuse me. Hey, no fighting in here. Hey, no fighting in here. Ow! Hey, no fighting in here. Hey, no fighting in here. Ja, gibt's ja nix. Sieht aus wie ein kleiner Mongolenjunge. You're a douche. Oh, nur Kämpfe heute. Nur Kämpfe. Was soll das? I'm gonna beat you like your daddy. Oh, komm, hör auf, ey. Wuhu! Perfekt! Wilde Macht. Oh, shit! Ey! Under. Nein! Was soll das? Wieso schafft er das alles zu kontern? Zorn der Elfen, Angriff erhöht. Das kann ich noch gar Fuck nicht so. You. Au! Das gibt's doch nicht. Was? Der ist schon tot? Oh mein Gott, wir verlieren den Kampf. Wir verlieren den Kampf. Wir verlieren den Kampf. Wuhu! Aber 64 gegen 34, das ist alles fuck. Boah, der hat seine... Jetzt habe ich das gegessen, aber jetzt habe ich wieder 90, okay? Pass auf, dann machen wir Luschenbogen. Ah, ich muss unbedingt den Bogen mal wechseln beim nächsten Mal. Erinnert mich mal bitte daran. Das gibt wenigstens
Treffer. Wuhu, mit dem Pfeil im Po gepiekst. Aua! Soll ich nochmal was nehmen hier? Oder nicht? I have to go to the bathroom. Brauche ich nicht. Was macht er in den Tempotank? Lässt dich noch einmal angreifen, okay? Let's go, asshole! Kann ich zweimal jetzt angreifen oder was? Ich nehme wieder Luschenbogen, Achtung! Fuck this shit. Erneut angreifen, ja, das ist super. Nochmal Luschenbogen und jetzt. In your face! Hirsch! Gesicht! Boah. Boah, cool, ich kann dreimal angreifen, oder was? Ganz schön harter Kampf. Also, wenn man das Kampf nennen mag. Yeah! Wuhuhu! Die haben sich verpisst. Die Schweinebacken. Wieso verpissen die sich eigentlich zuerst und liegen dann hier rum, dass ich sie ausrauben kann? Da habt ihr das gesehen mit dem Mongolenschild. So, jetzt, ihr solltet mich ja dran erinnern. Inventar. Hier habe ich ein Update. Okay, und zwar... Ach, das kann ich noch gar nicht benutzen, weil ich da gar nicht das richtige Level für habe. Oh, das ist ja behindert. Na, okay, meine Freunde. Jetzt ist es ja doch eine 20-Minuten-Folge geworden, weil ich so viel kämpfen musste. Und traditionell haue ich ja immer noch... What kind of monster are you? Das weiß ich nicht. Wie soll ich die Folge nennen? Sirius gegen Mongolen, oder was? Das hört sich auch scheiße an. Sirius gegen Briefkästen hört sich scheiße an. Ich weiß es nicht. Falls ihr einen Vorschlag habt für einen gescheiten Folgennamen, dann könnt ihr den bitte jetzt posten. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Und haut rein. I warn you. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age.